nicht allein. Nimm die Welt in deine Hand, dann wird sie deine sein. Spring nicht aus dem Fenster, fass den neuen Mut. Denn du hast einen Engel, mit dem wird alles gut. Es sei so Film, du wirst es sehen. Es sei so Film, die Welt ist schön. Ernst Eiswürfel will aus dem Fenster springen. Dem jugendlichen Tausendsasser bleibt nämlich seine Pechsträhne bei Frauen treu. Und auch im Berufsleben zeigen sich keinerlei Perspektiven. Nachdem es ihm und seinem Schutzengel gelungen ist, das gesamte Konfirmationsgeld nach Alaska zu überweisen, ist Ernst Eiswürfel wie nie gezwungen, endlich einen soliden Beruf auszuüben. Wieder einmal könnte einer von Mutter Eiswürfels unzähligen Liebhabern die Weichen zu einem Weg in Glück und Zuversicht stellen. Shake, baby, shake. Shake, baby, shake. So, deine eiskalte Banane. Ah. Voila. Und was möchtest du, kleine Maus? Dass du verschwindest, bevor ich dich aufspieße. Außerdem bin ich nicht deine kleine Maus. Halbes Hemd. Luzi, in dein Zimmer. Ernst, wisch das auf. Ernst? Was denn? Willst du Frauen, Geld und Erfolg? Na, frag doch nicht so blöd. Sieh ihn dir an. Ganze. Eine Melonenbowle mit ganzen Früchten. Was du für Ideen hast, du kleiner Schäker. Das wird immer schlimmer mit meiner Mutter. Aber er hat Klasse, Typ Tom Cruise. Typ Tom und Jerry, wenn du mich fragst. Tu ich aber nicht. Abflug, Schnullerbacke. Schön hast du das gemacht. Nur mixen kann ich leider nicht, du Wurstkopf. Erklär ich dir. Hör zu, bevor der Chef wiederkommt. Ich weiß schon. Also, erste Regel. Hallo Mädels, was darf's denn sein? Pina Colada. Pina Colada, grüß dich, ich bin der Ernst. Was möchtest du trinken? Das ist ein Getränk, Ernst. Mischen. Okay, alles klar. Eine Tina, und du? Ein Gin Tonic. Komm. Grundregel 1, Schnullerbacke. Nicht so lahm, spiel mit den Flaschen. Werfen. Werfen. Sogenannte Flaschenflugwurst. Tja, Shakern ist nicht jedermanns Sache. Gehen wir essen. Okay, muss ja nicht heute sein. Ist noch ein Barhocker frei? Einen Barhocker? Aber klar, da vorne. Hockt schon seit Jahren hier rum. Könnt ihr einpacken und mitnehmen. Sehr witzig. Weiter, Baggern Ernst. Sie liebt dich. Will ich bitte ihm Bier aufwerfen? Bier, aber klar. Schuka, 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 schuka. Und schon steht der Drink im Shaker. Tina kommt gleich, Gin ist auch klar. Bier. Wer wollte ein profanes Bier? Hier drüben. Ein Bier für den anonymen Alkoholiker am Thekenrand. Zack. Und Nummer 2 ist schon fast im Shaker. Nur die Ruhe, locker bleiben. Gin für die bezaubernde Genie. Und Tina für Tina. Sag mal, Mädels, wisst ihr überhaupt... Sag nichts. Soll das lustig sein? Tja. Anbaggern, Ernst. Das ist deine Chance. Wie wär's mit dem Essen? Okay, muss ja nicht sein. Vielleicht ein andermal. Willst du meine Nummer? Machst du das Essen selber? Aber klar, Ernst. Aber klar, Ernst. Bist du immer so tollpatschig? Ich mag solche Tollpatsche, weißt du? Ich mag auch Katzen und sowas. Und kranke Vögel. Ich bin kein Tollpatsch. Ein Ananasflip mit Ei. Flip mit Ei, kommt sofort, mit ganzer Frucht. Echt nicht. Wenn ich will, bin ich sicher. Total sicher. Da brennt nichts an. Eiswürfel, was tun Sie? Arbeiten oder Shaker? Nimmt sich doch nichts, Shakerbacke. Klar, aber nicht. Ich mach gerade Ananas. Ah, Schucker, Schucker, Schucker. Raus? Sofort! Montag bei mir. Wegen Tollpatsch. Fein. Was essen wir? Ente oder Schnecken? Ente mit Schnecken. Raus jetzt! Ja, schon gut. Ich gehe jetzt schon. Ein widerlicher Mensch. Hier, wischen Sie mal die Soße ab. Kommt bei mir alles hoch. Wird Ernst Eiswürfel Schrecken ohne Ende verbraten? Oder gibt es Ente mit Schnecken? Was wird die Traumfrau zu Ernsts Kochkünsten sagen? Wie wird seine Familie auf die neue Freundin reagieren? Fragen über Fragen.
Sie müssen zugeben, dass es äußerst unklug wäre, die nächste Folge der A bis Z Live Show zu verpassen.